Hallo liebe Leute, in diesem Video geht es um eine Spendenaktion zur Rettung meines Kanals. Jetzt fragt ihr euch, warum denn braucht es denn eine Spendenaktion, um den Kanal zu retten? Du kannst doch einfach Videos posten, ist doch gar kein Problem. Es ist jetzt so, dass ich zwei Strikes bekommen habe, drei Löschungen, zwei Strikes in kürzester Zeit. Und mir ist jetzt im Nachhinein aufgefallen, dass schon die beiden ersten Strikes unberechtigt waren nach Recherche. Und der zweite Strike war meiner Meinung nach, ich habe das auf meinem anderen Kanal, den ich jetzt mal in Betrieb genommen habe, als ich hier gesperrt war, da habe ich das auch schon begründet. Da hat YouTube meiner Meinung nach völlig willkürlich gehandelt. Und jetzt kann man sich fragen, ja, warum handelt denn YouTube auf meinem Kanal willkürlich? Das bildest du dir doch ein. Und auf anderen Kanälen nicht. Guck doch, Never Forget Niki, 192.000 Abonnenten, der macht ein Video nach dem anderen, auch kritische Videos. Da klappt das ja alles wunderbar. Und überhaupt gibt es ja noch einige andere große, auch große Kanäle, wo das klappt. Aber wenn wir uns jetzt mal zurückerinnern, Never Forget Niki wurde gelöscht, komplett, vor, glaube ich, einem Jahr. Und der Anlass war ein kritisches Video über Greta Thunberg. Da haben sie gleich den ganzen Kanal gelöscht. Und dann ist er vor Gericht gegangen und hat er sich zurückgeklagt. Und ich habe jetzt den starken Verdacht, dass YouTube testet, die Creator. Wie reagieren die? Wir löschen jetzt Videos und wie reagieren sie drauf? Lassen die sich das bieten? Bei der letzten Löschung ist ganz eindeutig, ich blende das nochmal ein, ich habe das wie gesagt auf dem Video auf meinem Ersatzkanal, habe ich das ausführlich beschrieben, dass diese Begründung, diese Löschungsbegründung per Mail entspricht nicht den Richtlinien, sondern geht weit darüber hinaus. Weil in den Richtlinien sagt YouTube, Fehlinformation würde gelöscht. In der Mailbegründung sagen sie, es werden Inhalte gelöscht, die dazu führen könnten, dass Leute sich nicht an Empfehlungen halten. Das beinhaltet aber auch Kritik an der Gesamtverhältnismäßigkeit ohne der Verbreitung von Fehlinformationen in Widerspruch zu WHO oder Gesundheitsbehörden. Das heißt, mit der Begründung kann man eigentlich jeden kritischen Inhalt löschen, weil natürlich jeder kritische Inhalt an Maßnahmen, also zum Beispiel, da schreiben sie jetzt hier Social Distancing oder Selbstisolation. Aber was heißt das denn, wenn jetzt zum Beispiel die Gaststätten zumachen müssen? Die müssen ja, werden ja genau aus dem Grund gemacht, um das Social Distancing, oder alle Maßnahmen werden gemacht, um das Social Distancing und die Selbstisolation zu erhöhen. Wenn man jetzt diese Maßnahmen kritisiert, dann man ist im gesamtgesellschaftlichen Kontext kritisiert, man sagt dann, die haben ja anderweitig mehr Schaden. Die Wirtschaft, die Leute bringen sich um, Operationen müssen verschoben werden in der dritten Welt. Wenn man jetzt also das anspricht, benennt, dann kann ja diese Kritik dazu führen, dass die Leute diese Maßnahmen blöd finden und sich nicht dran halten. Und also ich habe das Gefühl, jetzt haben sie ja auch Stefan Bauer gelöscht, sie löschen ja ganz viele Kanäle. Und ich habe das Gefühl, YouTube spekuliert darauf, dass diese Leute dann nichts machen und denken, oh, Google ist, YouTube sind der größte Konzern der Welt, da können wir nichts dagegen tun. Und es ist aber so, dass vor Gericht, da hilft dann auch die besten Anwälte der Welt nichts, wenn die Sache vollkommen klar ist. Und aus meiner Sicht, bei der letzten Sache ist das aus meiner Sicht vollkommen klar. Also auch wenn ich die Videoinhalt angucke, dann ist es jetzt zum Beispiel so, dass bei Peter Böhringer das Video noch da ist, bei mir ist es gelöscht worden. Und da, also das ist also auch die Begründung, allein dass die Begründung im Widerspruch steht zu ihren eigenen Richtlinien. Da muss man sich eigentlich das Video gar nicht mehr angucken. Es war aber auch bei den anderen beiden Videos, die mir gelöscht wurden, war es auch schon so, dass jedenfalls aus meiner Sicht, dass alles, was da suggeriert wird, beruht auf medizinischem Faktenwissen, auf Studien. Auch was Bodo Schiffmann erzählt hat. Die Medien verschweigen es halt und sagen und sprechen nicht darüber. Aber es ist trotzdem medizinischer Konsens, auch im Einklang mit Behörden und WHO.
Jedenfalls habe ich so das Gefühl, dass also jeder YouTuber ab einer Größe von 10.000 muss da durch. Muss sich da juristisch mit denen auseinandersetzen. Und ansonsten kann man eigentlich dann, ja, also kann man es dann auch lassen. Also man sieht ja auch die Löschung, das ging jetzt so schnell. Ich hatte die ganze Zeit keine Löschung, keinen Strike. Und dann innerhalb von nicht mal 4 Wochen, habe ich also 3 Strikes, also 3 Verwarnungen, 3 Löschungen. Jedenfalls habe ich einmal einen Spendenpool eingerichtet, wo ich mich freuen würde, wenn ihr einzahlt. Und das ist dann also zweckgebunden dafür. Und wenn der Prozess gewonnen wird, also ich will darauf auf Schadensersatz klagen auch und die Rücknahme der Verwarnungen, der Strikes. Und wenn das gewonnen wird, dann gebe ich zusätzlich zu euren Spenden, teile ich auch noch die Entschädigungssumme, teile ich dann noch auf. Da muss ich mir noch überlegen, was ich da fordere. Weil wenn ich so drüber nachdenke, was mir da an Schaden zugefügt wurde, das ist eigentlich enorm. Da kann man wirklich eigentlich schon hohe Summen fordern. Aber ich weiß dann nicht genau, was dann da realistisch ist. Aber ich sehe das nicht ein, dass wir YouTube-Creator uns so unter Wert verkaufen sollen. Also irgend so ein Rechtsanwalt, der hat also einen riesigen Stundensatz. Und was das für Arbeit ist, die Recherche, die Videos aufzunehmen, zu schneiden. Ich probiere dann ja auch immer noch, das wirklich zu kürzen, dass so wenig Zeit von euch verschwendet wird wie möglich. Jetzt hier bei dem Video rede ich jetzt mal ein bisschen länger. Aber normalerweise probiere das immer so kompakt zu machen. Und das kostet viel Zeit alles. Das ist alles aufwendig. Und dann habe ich dann also mal so einen Hit mit 133.000. Aber da sind ja viele andere Videos, die man da vorher erstmal produzieren muss. Dann kommt dann YouTube einfach an und löscht das. Und macht also die Kanalentwicklung kaputt. Also man hat dann ja die große Aufmerksamkeit, bekommt viele Abonnenten. Dann kommt YouTube einfach hier, zack, und löscht das und macht einem das ist alles kaputt. Dann kann man 7 Tage lang den Moment nicht nutzen, kann tagelang nichts hochladen. Und jetzt war die US-Wahl, ich konnte nichts zur US-Wahl sagen. Dann natürlich auch zu der Leipzig-Demo auch nichts. Das ist dann schon, ja, es ist ein Riesenschaden. Und eigentlich, ja, ich bin Geschäftspartner von YouTube und nicht irgendwie der Hampelmann, den man schön aufweigen kann und der das dann einfach einstecken muss. Das muss man hier, glaube ich, YouTube klar machen. Und das sind dann diese Leute, die sich da jetzt breit machen und diese Kontrolleure, die sich halt jetzt hier aufführen und meinen, sie können jetzt hier machen, was sie wollen. Da muss jetzt, denke ich, YouTube einfach zu spüren bekommen, am besten noch von vielen anderen Creatern, dass es dann auch finanziell wehtut. Und dass wir uns das nicht gefallen lassen. Und ich denke, nur wenn ich klar mache, YouTube, ich lasse mir das nicht gefallen, und sie bemerken, das lasse ich mir nicht gefallen, nur dann habe ich hier überhaupt eine Zukunft. Und man sieht ja jetzt bei Never Forget Niki und bei anderen sieht man ja, das klappt dann auch. Und das, man sieht es ja daran, dass da ja auch die Inhalte kritisch sind. Oder auch bei Nuo Wiso. Kritische Inhalte. Und die werden nicht gelöscht. Und ein Stefan Bauer wird gelöscht. Ihr könnt ja schreiben, was ihr denkt, was ich vergessen habe und was noch sehr gut wäre, wenn ihr einen Anwalt empfehlen könnt, den ihr gut findet, der auch mit dem Herz vielleicht bei der Sache ist. Macht's gut.